Für ein Ende der israelischen Blockade von Gaza haben Friedensaktivistinnen und Aktivisten 2022 in Akko und Jaffa demonstriert und erinnert an den 10 Jahre zurückliegenden Angriff der israelischen Marine auf die Freiheitsflottille. Die Flottille war damals in internationalen Gewässern nach Gaza unterwegs, um die Blockade zu durchbrechen. Aus diversen Handyaufnahmen hat die Friedensbewegung Courage für Frieden diese Dokumentation zusammengestellt und ins Deutsche übersetzt. Willkommen zu diesem historischen Anlass. Mein Name ist Mohammed Judah aus Assun, dem palästinensisch kontrollierten Gebiet von Qalqilya. Shalom likulam. Assalamu alaikum. Ich bin Kifaye Ayaiti aus Akko. Wir wollen euch für euer Kommen danken, um gemeinsam mit uns des Angriffs auf die Freiheitsflottille zu gedenken. Erinnert ihr euch an die Ereignisse auf der Mavi Marmara? Ich werde euch das, was da geschah, in Erinnerung rufen. Die ganze Welt wollte Hilfsgüter, Nahrung und Medikamente nach Gaza senden. 750 Menschen fuhren mit Booten dorthin. Unglücklicherweise kam die israelische Armee und griff sie an. Brutal an. Es gab viele Verletzte. Heute sind wir solidarisch mit unserer Nation, unserem Volk in Gaza, das eingesperrt ist. Da die Blockade sie erdrückt, baten sie nur, dass diese aufgehoben wird. Israel bedrängt sie und verweigert ihnen die Grundversorgung, Wasser, Elektrizität und Nahrung. Außerdem haben sie nicht genügend Medikamente. Als Aktivisten, sowohl israelische als auch palästinensische, wollen wir sagen, dass wir gegen die Art und Weise sind, wie Israel sich den Palästinensern gegenüber verhält. Menschen, die sie nicht in die Unabhängigkeit entlassen. Wir sind Teil dieser palästinensischen Nation und wir leiden unter der Nakba, unter der Besatzung. Und wir müssen Widerstand leisten, um diese Besetzung der Westbank zu beenden und die Blockade von Gaza aufzuheben. Wir sind heute hier in beiden Häfen, Jaffa und Akko, gemeinsam mit Fischern und wir halten gemeinsam die Flagge gegen die Besatzung und gegen die Blockade. Wir wollen unsere Stimme in die Gemeinschaft vor Ort bringen und in die ganze Weltgemeinschaft, um ihnen zu sagen, dass 2 Millionen Menschen auf 365 Quadratkilometern im Gazastreifen zusammengepfercht sind. 80% von ihnen leben unter der Armutsgrenze und sie leben unter schwierigen Bedingungen. Vielen Dank für die Organisation dieser Veranstaltung. Jetzt sind wir im Hafen von Jaffa. Ich möchte den Menschen in Gaza und allen Menschen in der Welt, die sich für die Menschen in Gaza interessieren und für uns aktiv sind, sagen, gut gemacht. Nun gedenken wir des Angriffs auf die Freiheitsflottille. Das war nicht der erste Versuch, die Blockade zu durchbrechen. Und auch nicht der letzte Versuch, nach Gaza zu gelangen. Wir wollen allen Aktivisten sagen, gut gemacht. Und wir schätzen wirklich alle, die versuchen, Gaza zu helfen. Jene Aktivisten, die ständig daran arbeiten, dass die Blockade aufgehoben wird. Jaffa und Gaza, wir sind ein Volk, eine Nation und wir sind hier zusammen in dem Hafen, weil während der Nakba viele Flüchtlinge aus dem Hafen von Jaffa kamen und in Gaza in den Flüchtlingslagern ankamen. Wir wollen die Menschen, die auf der Freiheitsflottille waren, bekannt geben. Wie zum Beispiel die gute Freundin Hanin Zoabi, damals Knesset-Mitglied der Balad-Partei. Sie tat das, was sie für richtig hielt und zahlte einen sehr hohen Preis dafür. Ebenso Sheikh Hamed Abu Dabas, Sheikh Raed Salah, Lubna Masarwa und viele andere, die dabei waren und die äußerst mutigen Menschen in Gaza,
die unter der Blockade seit 13 Jahren leiden. Sie sind unser Volk, unsere Nation, unsere Familie. Sie sind stark geblieben. Nur eine kurze Zeit lang nach Oslo konnten sie ihre Stadt erbauen. Sie konnten tun, was sie wollten. Nun fordern wir Israel auf, die Blockade aufzuheben. Es gibt einen Preis, den unser Volk dafür zahlt. Und wir werden ihn weiterhin zahlen, um eine bessere Zukunft zu haben. Wir haben eine Verantwortung, hier in Israel etwas zu tun, weil die Aufhebung der Blockade unsere Pflicht ist. Wir waren bis jetzt nicht dazu in der Lage. Wir müssen auch auf die Einigkeit zwischen Hamas und Fatah, zwischen Gaza und der PA in der Westbank hinarbeiten. Wir müssen uns verbünden, um die Blockade aufzuheben. Nun wollen wir unserem Volk diese Botschaft übermitteln. Wir wollen von Grund auf aufbauen, sodass die palästinensische Regierung oder Führerschaft zu einem einheitlichen Volk für alle Palästinenser, alle Araber führen wird, die gegen Rassismus, gegen die Blockade, gegen die Besetzung sind. Und wir werden unser eigenes nationales Projekt aufbauen, um gemeinsam mit unseren Brüdern in Gaza und in der Westbank Widerstand zu leisten. Und unser Hauptthema und Projekt, an dem wir arbeiten müssen, ist das Flüchtlingsproblem, weil so ein hoher Prozentsatz unseres Volkes Flüchtlinge sind. Wir müssen unsere Nation und unsere Führung aufbauen. Zuallererst müssen wir eine Einheit schaffen und in der Lage sein, das zu tun, was die arabischen Länder in der Vergangenheit versäumt haben. Trotz Mauer und Kontrollpunkten müssen wir zusammen sein. Wir müssen eine gemeinsame Strategie vereinbaren, der wir folgen wollen. Nochmals, ich möchte den Menschen in Gaza und allen Menschen weltweit danken, die uns zur Seite stehen und sich dafür einsetzen. Ich möchte die Menschen ehren, die auf der Flottille waren, besonders jene, die den ultimativen Preis für ihre Treue gezahlt haben. Die Türken, die auf der Mavi Marmara ihr Leben ließen und sich für uns opferten. Wir danken auch der Türkei für ihre Hilfe. Hallo allerseits. An diesem Tag vor 10 Jahren, am 30. Mai 2010, fuhr die Freiheitsflottille, dabei auch die Mavi Marmara, nach Gaza. Ihr Ziel war, die Blockade gegen Gaza zu durchbrechen, und heute gedenken wir dieser Aktion. Ich war auf der Mavi Marmara als Teil einer Delegation von 48 Palästinensern. Wir waren zu viert dort und haben uns Hunderten von anderen angeschlossen. Auf der Mavi Marmara waren mehr als 700 Aktivisten. Die Mavi Marmara fuhr von Istanbul, Türkei, in Richtung Südzypern. Ich ging in Antalya an Bord, wo andere Boote sich anschlossen, um gemeinsam näher an unsere Gebiete heranzufahren. Dort wurden wir angegriffen, hauptsächlich die Mavi Marmara, bedeutend heftiger als die anderen Boote, noch bevor wir in territoriale Gewässer einfuhren. Während der 2-tägigen Fahrt hatten wir viele Aktivitäten, Vorträge, Interviews mit Medien, künstlerische Veranstaltungen. Die ganze Welt erfuhr, was wir taten. Die Nachrichten wurden weltweit ausgestrahlt. Die Leute schenkten uns und dem, was in Gaza geschah, viel Aufmerksamkeit. Vor der Abfahrt aus der Türkei hatten wir andere Veranstaltungen. Als sich die anderen Boote anschlossen, bildeten wir eine Flottille. Der israelische Angriff kam vor dem Morgengrauen. Man befahl dem Kapitän, anzuhalten. Er weigerte sich und sie begannen, die Mavi Marmara zu entern. Unsere Brüder, die Türken, versuchten sich zu wehren. Die Mehrzahl der Soldaten kam an Bord. Sie kamen mit Hubschraubern. Die Sicherheitsleute auf dem Bord versuchten alles, um es zu schützen. Wir alle waren auf dem Oberdeck und versuchten solidarisch, das Boot zu beschützen. Aber dann
hatten wir unglücklicherweise 9 Märtyrer und viele andere wurden verletzt. Israel schleppte das Boot in den Hafen von Ashdod und alle wurden verhaftet. Das wurde von allen Medien weltweit ausgestrahlt, was Israel sehr unter Druck setzte, besonders die diplomatische Krise zwischen der Türkei und Israel. Präsident Erdogan verlangte, alle Gefangenen innerhalb von 48 Stunden nach der Beschlagnahmung des Bootes freizulassen und ihnen die Rückkehr nach Hause zu gewähren. Später wurde dann von Israel ein staatlicher Untersuchungsausschuss zur Ermittlung der Geschehnisse eingesetzt. Er kam zu dem Schluss, dass die israelische Armee unschuldig war. Israel nutzte diesen Bericht, um der Welt zu beweisen, dass es korrekt handelte. Unser Wunsch ist, dass die Gaza-Blockade so schnell wie möglich aufgehoben wird und die Menschen in Gaza ein gutes Leben in Würde führen werden. Wir wünschen euch alles Gute, euer Bruder Sheikh Hamed Abu Dabas, Vorsitzender des südlichen Teils der Islamischen Bewegung. Vielen Dank. Vielen Dank, Sheikh Hamed Abu Dabas. Hallo allesamt. Ja, als Vorsitzender des ICHAD war ich Passagier des ersten Bootes nach Gaza. Organisiert von der Bewegung Freies Gaza, der Bewegung, die später Teil der Mavi Marmara Flottille wurde, um Gaza von der Blockade zu befreien, selbstverständlich. Das war vor 12 Jahren im August 2008. Jetzt bin ich Teil einer neuen Bewegung. Einer neuen gemeinsamen Kampagne von Palästinensern und israelischen Juden, die einen demokratischen Staat fordern. Wir sind eine Gruppe. Awad Abdel Fattah von der Balad-Partei aus dem Norden ist der Präsident der Kampagne. Wir haben ein politisches Programm erarbeitet zur Errichtung eines demokratischen Staates im historischen Palästina. Ich schlage vor, dass wir alle unsere Proteste mit einbeziehen, was immer wir heute hier vor Ort mit unseren politischen Parteien, unseren Bewegungen und so weiter in einem politischen Programm tun. Ohne dieses Programm sind wir keine Spieler in dem politischen Spiel. Wir müssen überwinden, nur Protestierende zu sein. Und wir müssen beginnen, uns als politische Spieler zu sehen, mit einem politischen Programm. Wir müssen vereint sein, organisiert sein, uns Kräften weltweit anschließen und eine Protestbewegung in eine politische Bewegung umwandeln. Das ist die Botschaft. Ich werde einige meiner Gedichte vorlesen, unserer Flottille, aber zuerst will ich etwas zur Marmara und zu Gaza kommentieren, die politisch begonnen hat. Und nun sind wir weiterhin politisch, mit einem zusätzlichen Programm. Ich schrieb mein erstes Buch für einen Staat hier. Herzlichen Dank. Danke, hallo zusammen. Das Buch sollte gerade veröffentlicht werden und es handelte von einigen Vorkommnissen in Gaza. Und dann geschah der Angriff auf die Marmara. Ich entschied mich weiterzumachen und über die Marmara zu sprechen. Ich werde den Tag nicht vergessen. Ich war nicht auf der Flottille, aber mein Herz war bei den Menschen in Gaza. Ich möchte über die Menschen in Gaza und über die Kindheit in Gaza sprechen. Ich werde nun ein Gedicht über das Leben eines Kindes in Gaza vorlesen, wo alle paar Jahre Krieg herrscht. Der Name des Gedichts lautet »Wie alt bin ich jetzt?« Wie alt bin ich jetzt? Aus der Dunkelheit meiner Nacht, aus dem Gefängnis, aus meinem Ärger, der ausbricht wie ein Vulkan, aus meinem leeren Leben, aus Tränen, aus meinem von Trauer durchtränkten Tag bin ich zu dir gekommen, mein Schicksal mit verstörten Diamanttränen, um dich zu registrieren, mein Geburtstag, um zu fragen, wie alt bin ich jetzt? Ich bin jünger als alle von ihnen.
Jedoch durch meinen Kummer bin ich älter als die Tage. Ein Frösteln hat mich genährt und mich die Arglist der Menschen gelehrt. Verrat hat mich zu einer Waise gemacht und mich entkleidet. Und meine Augen waren in Todesangst begraben. Seitdem ich auf die Welt kam, hat die Not mein Bild geprägt. Diese Spielzeuge von mir sind Reste einer Rakete. Und wenn ich hungrig bin, ist keine Nahrung. Fasten. Endlich weiß ich, dass ich nichts habe, außer Tränen und haufenweise Frieden. Hallo euch allen. Was uns zu dieser Hybriddemonstration bringt, ist, dass wir uns weigern, uns daran zu gewöhnen. Wir weigern uns, uns an die Tatsache zu gewöhnen, dass 2 Millionen Menschen, Alte und Junge, Jugendliche und Erwachsene, eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Wir weigern uns, uns an die Tatsache zu gewöhnen, Gefängnis, Ghetto, Internierungslager, dass wir Israelis, die Definition spielt keine Rolle, eine Nation von Gefängniswärtern geworden sind. Wir nennen es Blockade, Absperrung. Das, was eine Rolle spielt, ist, dass Israel sie verhängt hat, willkürlich. Es ist nichts, was durch Zufall geschah. Und hier ist es wichtig, dass ich daran erinnere und sogar einige von euch korrigiere, dass diese Blockade, diese Absperrung, nicht erst 2007 begonnen hat. Gaza ist nicht das größte Gefängnis der Welt seit 2007, sondern bereits schon viel früher, tatsächlich seit 1991, vor den Raketen, vor den Selbstmordattentaten, bevor die Hamas an die Macht kam und sogar bevor die palästinensische Autorität errichtet wurde. Israel verhängte die Absperrung. Und da warf die Palästinenser aus Gaza einem beispiellosen Regime von Bewegungseinschränkungen bereits im Jahre 1991 und nicht erst seit 2007. Israel tat das während der sogenannten Friedensverhandlungen, als die Welt erwartete, dass es sich von den in 1967 besetzten Gebieten zurückzog. Aber genau zu dem Zeitpunkt, als sie über Frieden und die süßen Worte zuerst in Madrid und dann in Oslo sprachen, begann Israel seine eigene Lösung für die Situation zu entwerfen. Das ist die Lösung, die ich als die palästinensische Enklavenlösung bezeichne. Und hierfür können verschiedene Bezeichnungen benutzt werden. Ihr könnt sie Reservate nennen, wie die Indianerreservate hier in den USA. Für ein paar Monate bin ich in den USA und ihr könnt sie Paid of Settlement nennen, wie die Gebiete, in denen jüdische Wohnsitze vom Russischen Reich im 19. Jahrhundert erlaubt waren. Ihr könnt sie Bantustans nennen, wie die afrikanischen Enklaven, wohin die weißen Apartheidsregime in Südafrika die schwarzen Menschen steckten. Die Terminologie spielt auch hier keine Rolle. Das, was zählt, ist die Existenz der Enklaven, die voneinander getrennt sind. Keine 2 Staaten, nicht 1 Staat, nicht 1 Heimatland und 2 Staaten und keine Konföderation. Alles, worauf Israel in den letzten 20 oder 30 Jahren hingearbeitet hat, ist die Verwirklichung von Groß-Israel für Juden und darin isolierte palästinensische Enklaven. Geografisch war aus Gaza bereits eine Enklave gemacht worden, aber beide, sowohl die Labour als auch die Likud-Regierung, übernahmen diesen Trick der Enklave für die Westbank. Und nun haben wir auch dort verschiedene Enklaven, sodass nur insgesamt 2 Soldaten genügen, um sie abzuriegeln. Die Zukunft der Kinder in diesen Enklaven der Westbank, in Nablus oder in Jatar, ihre Zukunft ist wie die heutige der Kinder in Gaza. Die Realität der Enklaven ist der innere israelische Kompromiss. Ein Kompromiss zwischen dem Wunsch,
die Palästinenser mögen aus unseren Augen verschwinden, und dem Verständnis, dass die heutigen politischen Umstände keine Wiederholung der Vertreibung von 1948 zulassen. Gazas Isolierung von der Welt und dem Rest des Landes, diese Isolierung ist eine Art Vertreibung, eine fortschreitende Vertreibung. In der Westbank vertreibt Israel ständig kleine Gemeinschaften oder Einzelpersonen aus Jerusalem, aus Beduinensiedlungen. Und es gibt sogar noch mächtigere politische Kräfte in Israel, die ihre Basis bei den jüdischen Siedlern der Westbank hat. Deren Wunsch es ist, die Vertreibung der Palästinenser in großer Zahl zu vollenden. Ich prophezeie es nicht. Das ist keine Realität. Ich stelle mir vor, dass das wahr wird. Ich warne davor. Das ist ein vermeidbares Szenario. Aber um es zu vermeiden, müssen wir verstehen, dass die Vertreibung der Palästinenser ein grundlegender israelischer Operationsplan für den politischen Kampf war und ist. Wir müssen uns daran erinnern und berücksichtigen, dass dies der vorliegende israelische Operationsplan ist. Ja, die Grafik. Was ich sagen werde, ist dem Gedenken an Reuven Moskowitz, einem Holocaust-Überlebenden, gewidmet. Einem der Gründer von Neve Shalom Wachat al-Salam. Er war einer der Passagiere auf dem Boot Irene im September 2010. Reuven Moskowitz sagt: Es ist die heilige Pflicht eines Holocaust-Überlebenden wie mir, Menschen vor der Verfolgung und Unterdrückung zu beschützen. Es sind so viele Menschen, darunter 800.000 Kinder in Gaza. Meine Lebensaufgabe war immer, aus Feinden Freunde zu machen. Ich nehme an dem jüdischen Boot nach Gaza teil, weil ich ein Holocaust-Überlebender bin. Als ich im Ghetto war und fast gestorben bin, hoffte ich, dass es dort Menschen gibt, die Mitleid zeigen und mir helfen würden. Ich bin Rami Elhanan. Ich bin ein typisches Produkt des israelischen Bildungssystems, das mir eine Gehirnwäsche verpasste und gezielt und absichtlich von mir das, was wir die andere Seite nennen, verborgen hatte. Vor 23 Jahren verlor ich meine 14-jährige Tochter Smadari bei einem Angriff in Jerusalem. Ein Jahr später nahm ich an dem israelisch-palästinensischen Forum für trauernde Familien teil. Dort traf ich zum ersten Mal Palästinenser als menschliche Wesen, dieselben Palästinenser, die vor mir verborgen wurden. Seitdem befinde ich mich auf einer langen und schweren Reise zu dieser anderen Seite, zu diesen Menschen, die vor mir verborgen wurden. In einem Versuch, meine eigene Identität als Jude, als Israeli und als Mensch neu zu definieren. Das ist auch der Grund, weshalb ich gerne die Einladung meiner beiden geliebten Shapira-Brüder annahm und an dem jüdischen Boot nach Gaza im September 2010 teilgenommen habe. Auf dieser Flottille fühlte ich mich, ich bin Jerusalemer der siebten Generation, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Das Boot Irene war eine winzige Nussschale, 10 Meter lang. Es segelte von Famagusta aus unter englischer Flagge mit 10 Passagieren und die Bootsmannschaft, Reuven Moskowitz, ich, die Shapira-Brüder Jonathan und Itamar, Dr. Edith Lutz, die Fotografin Vishnia und Lilian Rosengarten waren dabei. Der Kapitän war Glyn Secker. Das Boot trug eine symbolische humanitäre Fracht. Spielzeug und Schulbücher, es gab nichts Politisches, die Fahrt war ruhig und entspannt, bis wir in die Nähe von Gaza kamen. Und aus heiterem Himmel, von einer furchterregenden Armada aus Kriegsschiffen, U-Booten, Hubschraubern, Schnellbooten und Schlauchbooten angegriffen wurden. Hunderte von Soldaten drängten sich um unsere winzige Nussschale, stürmten uns und übernahmen die Kontrolle über uns. Es gab einen harten Kampf um die elektronischen Geräte und die Kameras und die Handys.
Sie versuchten, die erschreckenden Bilder zu entfernen und unter allen Umständen ihre Veröffentlichung zu vermeiden. Bei diesem Entern wurde Gewalt angewandt. Unnötig. Jonathan wurde grausam getasert. Er und sein Bruder wurden brutal geschlagen, in Handschellen gefesselt und zum Marineboot geschleppt. Wir bemühten uns, aufrichtige Gespräche mit den Soldaten zu führen, zumindest mit einigen von ihnen. Sie waren von sich selbst beschämt, als sie mit dem unerbittlichen Vorwurf von Ruven Moskowitz konfrontiert wurden. Der mit ihnen schimpfte: Es ist unbegreiflich, dass israelische Soldaten so handeln. Wir wurden zum Marinestützpunkt von Ashdod gebracht. Hunderte neugieriger Menschen hatten sich versammelt, um uns zu beobachten, wie Tiere im Zoo. Wir wurden zur Polizeistation gebracht, angeklagt, einen Staatsbediensteten beleidigt zu haben, und dann wieder freigelassen. Außerhalb warteten alle Arten von Menschen, Unterstützer und Gegner. Einige ermutigten uns, andere beschimpften uns. Sie alle hörten Ruven schreien: Die Palästinenser und die Israelis sind zwei Völker, aber wir haben nur eine Zukunft. Die Blockade von Gaza ist ein Verbrechen. Sie ist unmoralisch und widerspricht allem, was uns das Judentum lehrt. Wir haben eine moralische Pflicht, diese Dinge zu sagen. Derjenige, der schweigt, wenn Verbrechen geschehen, ist ein Mittäter. Um es zusammenzufassen: gewaltloser Widerstand als Reaktion auf die Blockade, die illegal und unmenschlich über Gaza verhängt wurde. Alles in allem bin ich stolz und dankbar, an dieser Aktion teilgenommen zu haben, die nicht zulässt, dass wir vergessen, dass es Menschen in Gaza gibt. Danke. Shalom. Genau jetzt sollten wir in Gaza mit der Flottille ankommen. Ich bin froh, dass ich zumindest die Gelegenheit habe, hier mit euch zusammen zu sein, um Solidarität zu zeigen mit den Menschen von Gaza unter der Blockade. Ich werde euch ein Lied singen, das ursprünglich in den 1930ern in den USA geschrieben wurde. Es wurde berühmt durch Pete Seeger. Es heißt: Auf welcher Seite stehst du? Ich werde eine hebräische Version singen. In Gaza sind es seit 13 Jahren 2 Millionen Menschen. Im Warschauer Ghetto gab es weniger als 3 Jahre nur 500.000. Auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Im Afifon Boer. Mit einem brennenden Drachen, einem Stein oder Ballon gegen Panzer, Raketenboote und Düsenjets. Also, auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Ein veganer Kampfpilot, der eine andere Familie verbrennt, liest eine Novelle von Amos Oz und geht hinaus zum nächsten Einsatz. Also, auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Wer auch immer sich dem elektrisch geladenen Zaun nähert, bekommt eine Kugel ins Knie oder in den Kopf von einer Spezialeinheit des Militärs. Also, auf welcher Seite stehst du? Beim Zielen auf ein Krankenhaus zögert ein Schütze nicht. Seine Uniform riecht. Der Geruch ist der der SS. Also, auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Sag mir, auf welcher Seite stehst du? Zwischen den rassistischen Gesetzen und einem entwurzelten Olivenhain. Zwischen Apartheidssoldaten und Freiheitskämpfern.
Auf welcher Seite stehst du? In Vilna und in Soweto, uns wurde das Zeichen gegeben. Wir sind ständig an eurer Seite, die Ghetto-Rebellen. In Vilna und in Soweto wurde uns das Zeichen gegeben. Wir sind immer an eurer Seite, die Ghetto-Rebellen. Also, auf welcher Seite steht ihr? Auf welcher Seite steht ihr? Danke euch allen und lasst uns auf bessere Tage hoffen. Inshallah, vielen Dank aus Stockholm. Wir hoffen, euch wirklich in Palästina zu sehen, wenn es frei ist. Willkommen, Inshallah. Euer Wort in Gottes Ohr, wie wir in Hebräisch sagen.